Mit dem vielen Neuschnee sind auch ein paar originelle Ideen reingeschneit und auch weitere Hoffnungen auf den nächsten Heimsieg, nämlich nach dem Erfolg von Miriam Gössner gestern. Herzlich willkommen also zum Sprint der Männer Nummer 5 in diesem Winter. Alle, die in den bisherigen 4 Sprints auf dem Podium waren, sind auch heute mit dabei und auch die WM-Medaillengewinner. Also ein ganz, ganz starkes Feld. Einer hat sich abgemeldet, Ulla-Einer Björndalen. Die Nummer 1 trägt am heutigen Tag Jarkko Kauppinen aus Finnland. Sucht man finnische Biathlon-Traditionen, dann muss man lange zurückschauen. Im Jahre 81 wird man fündig. Da war Erkki Anttila Vize-Weltmeister auf der heutigen Strecke. Hinter Frank Ulrich damals und Heikki Ikola Weltmeister über 20 Kilometer vor Frank Ulrich. Wir begrüßen Jaroslav Soukup. Der gewann hier Bronze bei den Weltmeisterschaften über 20 Kilometer. Ende August hat es ihn erwischt. Ein ganz, ganz schwerer Radunfall. Diverse Brüche, Ellbogen, Handgelenk, Unterarm. Die Ärzte haben gesagt, du, nie wieder Sport. Das hat er nicht geduldet, das hat er nicht akzeptiert, hat trainiert, hat sich gequält und jetzt ist er wieder zurück. Jaroslav Soukup aus der Tschechischen Republik. Ja, Tarje Bö wird der Nächste sein. Ulla-Einer Björndalen, wie eben angedeutet, nicht mit dabei. Björndalen, der Mann, der so viele Sprints wie kein anderer gewonnen hat, fast 40. Tarje Bö, nach langer Leidensgeschichte im Sommer, auch seit Oberhof wieder dabei, genauso wie Jaroslav Soukup. Ihn quälten extreme Atembeschwerden. Im Sommer überhaupt einer, der in den letzten Jahren viel von Krankheiten gebeutelt wurde. Dennoch ganz, ganz stark. Marc Kirchner und Uwe Müßiggang schicken heute 6 deutsche Herren auf die Strecke. Der erste mit Startnummer 4, Simon Schemp. Ganz stark hier als Staffelstartläufer. Wie gewohnt eigentlich schon in diesem Winter. Dreimal dort mit starken Vorstellungen. Naja, in den Einzelwettbewerben sucht er noch so seine ideale Form. Einmal 9. Das war bisher das Beste. Das will er verbessern. Vielleicht schon heute. Ups, da war schon mal gleich ein kleiner Strauchler zu Beginn dieses Omegas hier. So wird diese Schleife, die dem Anstieg folgt, genannt. Sie sehen es, die Strecke tief. Die Verantwortlichen haben alles gegeben, um auch ihm hier, Emil Heckle-Svensson, die besten Möglichkeiten zu kredenzen. Der Mann ist in Überform, zuletzt bewiesen auf der Schlussrunde der Staffel, als er am Ende noch 2. wurde für Norwegen. Hinter Frankreich und vor Schweden und Deutschland. Wir schauen uns gern mal an im Überblick, wer die 6 Deutschen heute sind. Also einen haben wir schon auf die Strecke geschickt, Simon Schemp nämlich. Andreas Birnbacher, 18.20 Uhr, seine Startzeit. Erik Lesser, der die starke Staffel-Schlussrunde hinlegte. Arne Pfeiffer, Florian Graf und Johannes Kühn, die beiden aus der lauten WG. Die sind mit 67 und 84 heute an der Reihe. Klasse Publikum, 14.500 wurden gezählt. Da sind die Freiwilligen vorhin durchgegangen und haben auch diesen Herrn wieder ausfindig gemacht. Stammgast seit vielen, vielen Jahren, sowohl in Oberhof als auch in Ruppolding, als auch in Antholz. Der ist überall zu Hause und er hier ganz in der Nähe in Reit im Winkel, Andreas Birnbacher. 2 Siege hat er schon in diesem Winter. Eine Minute vor ihm an der Reihe. Die Startabstände von einem zum anderen. 30 Sekunden. Das ist Roger Grüben. Der kümmert sich heute um die norwegischen Herren und schickt jetzt Henrik Labylund auf die 10 Kilometer. Er hat alle 3 Staffeln in diesem Winter mitgemacht. Feste Größe dort. Einmal Erster, zweimal Zweiter die Norweger. Eine der großen Staffelfavoriten, auch für die Weltmeisterschaften in wenigen Wochen in Nové Mesto in Tschechien. Mit der 11, das ist Simon Destieu, der ist gleich nach Andreas Birnbacher an der Reihe und direkt vor ihm Wladimir Iljew aus Bulgarien. Schön, dass die Bulgaren immer wieder dabei sind in diesem Jahr, stark wie nie, sowohl zahlenmäßig als auch qualitativ. Für ganz vorn reicht es nicht, aber sie haben sich enorm verbessert.
So, wir warten jetzt gemeinsam mit den 14.500 auf Andreas Birnbacher. Vor 12 Jahren gab er sein Debüt im Weltcup. Da wurde er 49. in einem Sprintrennen von Antholz. Vor 8 Jahren zum ersten Mal auf dem Podium, Dritter in Pokljuka. Vor 2 Jahren erster Sieg, Sprint in Oslo. Mittlerweile ist er bei 6 Erfolgen angekommen und in diesem Winter die eindeutige Nummer 1 in Deutschland. Krankheit überwunden, in der Staffel schon wieder gelaufen, sehr gut auf Position 2. Hat ja seinen letzten Einzelwettbewerb vor Weihnachten bestritten, als er den Massenstart von Pokljuka gewann. Ja, es war eine Menge zu tun hier. 10 bis 15 cm Neuschnee sind runtergekommen. Die Organisatoren haben sich alle erdenkliche Mühe gegeben, sind noch mal drüber gefahren, haben das Ganze komprimiert. Und wie es hier ausschaut, alles klasse geworden. Ja, alle Sprintsieger dieses Winters im Feld. Einer von ihnen war Andreas Birnbacher. Ein weiterer, Jakob Fack. Nach den Weltmeisterschaften gab es für das ganze slowenische Team einen Empfang beim slowenischen Präsidenten. Alle Teammitglieder bekamen die höchste slowenische Auszeichnung für sportliche Leistungen, den Bludek-Preis. Er hier war der Allerbeste in Ruhpolding, gewann Gold über 20 Kilometer. Auch Tarje Bø bekam eine goldene ab bei den Weltmeisterschaften hier mit der Staffel, nämlich mit der norwegischen. Erste Zwischenzeitnahme bei Kilometer 1,9. Und wir schauen, wer ist der Nächste. Das ist der Mann mit dem Schnäuzer. Wurde gestern von einem Journalisten gefragt, wie kam es denn dazu? Er sagte, erst hatte ich einen Vollbart, dann habe ich den Rest abrasiert. Und das ist bei rausgekommen. So ist das. Wer doofe Fragen stellt, kriegt doofe Antworten. Gute Laune bei den Russen, die dürfen sie auch haben. In Oberhof in überragender Verfassung. Doppelsieg im Sprint, damals für Malischko und Garanichev. Auch Schipulin war dort sehr weit vorn. Nur 13. damit schon der schlechteste der Russen. Bin ich gespannt, wie die sich hier heute schlagen. Ruhpolding, traditionell eine der Lieblingsstrecken für die russischen Läufer. Jetzt bekommen wir hier einen Hinweis. Emil Hegde-Svensson, sehr gut befreundet mit Tarje Bø, stellt hier oben erst einmal die Bestleistung auf. Bei diesen Sprintrennen, die im Biathlonsport ja über 10 Kilometer gehen, gibt es eigentlich kein verhaltenes Starten mehr. Da werden fast alle Runden mit Vollpower gelaufen. Wenn man gewinnen will, muss man Vollgas geben und möglichst fehlerfrei durchkommen. Nur ganz wenige können sich einen Fehler leisten. Vielleicht eher hier, Emil Hegde-Svensson. In überragender Laufverfassung. Weltcup-Zweiter momentan. 46 Punkte Rückstand auf Martin Fourcade. 60 Punkte gibt es übrigens für einen Sieg. Also auf Schlagweite. Und baut seinen Vorsprung aus. Silber gewann er bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver 2010 auf dieser heutigen Strecke. Und Silber auch hier bei den Weltmeisterschaften vor 10 Monaten. Bekommen wir mal einen guten Eindruck von der Strecke, wie schwierig sie ist und wie gut präpariert. Heute wird der Schießstandberg übrigens wieder 2-mal pro Runde gelaufen. Zieht richtig rein in die Oberschenkel. Das wird auch Simon Eder gleich zu spüren bekommen. Der Österreicher im Moment Bester der österreichischen Mannschaft im Weltcup auf Rang 13 in der Gesamtwertung. Jaroslav Soukup war das und der hat hier 0 geschossen. Klasse, willkommen zurück in Ruhpolding und offenbar wieder bestens in Schuss. Er sagt, ein paar Probleme habe ich natürlich noch mit der Beweglichkeit im Unterarm, im Handgelenk. Aber das hat ihn hier nicht davon abgehalten, in Führung zu gehen. 0 Fehler geschossen, Jaroslav Soukup.
Ja, sehr gute Schießanlage auch von Tarje Bö, der 2011 bei den Weltmeisterschaften in Sibirien 5 Medaillen gewann. Wenn der nicht immer wieder zurückgeworfen würde durch seine Krankheiten, mein lieber Mann, der ist jedenfalls wieder richtig gut im Kommen. Und jetzt Simon Schaub. Ja, klasse. Sein veränderter Schießrhythmus oder die Reihenfolge von links nach rechts liegend hat sich ausgezahlt. Hat mir bei der Staffel schon mal erzählt. Hat sich da selbst neue Reize gesetzt und schießt liegend sehr, sehr gut in diesem Winter. Geht hier in Führung. Aber jetzt kommt Emil Hegde-Svensson. Ja, und er kommt auch mit 0 Fehlern. Mit einer ganzen Menge Routine, wie er da nochmal abgesetzt hat vor dem 5. Schuss. Und der kommt mit Karacho und wird hier die Führung übernehmen. Wahnsinn, mittlerweile die Leistungsdichte bei den Männern. Auch er gehört zu den Anwärtern auf einen Platz unter den ersten dreien. Jewgeni Ustjugow, der Massenstart-Olympiasieger von Vancouver 2010. Und dann Erik Lesser. Nochmal Riesenkompliment für seinen Staffelauftritt hier in Ruppolding. Dafür hat er sich schon viel auf die Schulter klopfen lassen können. Das war überragend gegen Svensson, gegen Foucault. Zweimal der schnellste und beste Schütze dazu sein. Und jetzt geht's los auf die 10 Kilometer. Wieder ein Norweger da auf Bahn 1, das ist Henrik Labelund. Übrigens der schnellste auf der ersten Runde bis hierher. Währenddessen oben Garanicev am Start ist. Zweitplatzierter in Oberhof. Oh ja, jetzt schon abzusehen. Wer hier heute gewinnen will, muss null schießen. Fast Laborbedingungen in Ruppolding. Kein Wind. Temperaturen bei minus 3 Grad etwa. Faszinierende Kulisse. Geräuschtechnisch und auch was das Visuelle anbelangt. Ja, da hat er tüchtig Glück gehabt. Auf dem Rand links. Da war offenbar noch genug Power dahinter. Über den Daumen gepeilt, die Hälfte des Projektils muss auftreffen, damit der Impuls groß genug ist, der dann einen kleinen Motor auslöst, der die weißen vor die schwarzen Scheiben befördert. Achtung! Andi Birnbacher. Exzellentes Schießen, super Zeit. Der könnte Labelund jetzt von Rang 1 verdrängen. Ein paar Meter hat er noch bis hin zur Zeitnahme. Aber der ist wieder richtig fit. Der zweimalige Sieger dieses Winters.